Ein Bericht der New York Times beschuldigt die US-Marine, sie vertusche die Misshandlung afghanischer Gefangener. Die Strafverfolgungsbehörde der Marine hat in einem Fall zu ermitteln begonnen, in dem Folter zum Tod eines Gefangenen durch amerikanische Navy SEALs geführt hat. Das passierte im Mai 2012 in Afghanistan. Zeugen erinnern sich an den Zwischenfall. Hin und wieder stieß er den Gefangenen auf dem Boden in den Bauch. Dann stieg er auf das Gesicht des Gefangenen. Das ging eine ganze Weile lang so. Ich sah, wie er sich vielleicht 8 bis 10 Mal auf den Kopf des Mannes stellte. Und wenn er das tat, konnte ich sehen, wie die Beine des Gefangenen sich etwas bewegten. Er stellte sich mit dem gesamten Gewicht auf den Kopf des Gefangenen. Er stellte den Gefangenen auf und feuerte 2 Schuss aus seiner Pistole, ca. 30 cm rechts vom Kopf des Gefangenen. Der Gefangene legte sich wieder hin. Der Soldat nahm einen Stein von der Größe eines kleinen Footballs und ließ ihn auf den Brustkorb des Gefangenen fallen. Dann nahm er einen anderen Stein, öffnete die Beine des Gefangenen, spreizte das linke Bein, das rechte Bein und ließ den Stein dann in die Leistengegend des Gefangenen fallen. Trotz der Zeugenaussagen gegen 4 Soldaten hat die Marineuntersuchung die Klage verworfen und sagt, die Beweise stützen das angebliche Fehlverhalten nicht. Misshandlungsvorwürfe reichen über ein Jahrzehnt zurück. 2002 haben Soldaten in Bagram, Afghanistan, 2 Gefangene zu Tode gefoltert. Und ein Jahr später, während des Irakkrieges, hat Personal der US-Armee und der CIA eine Reihe Menschenrechtsverletzungen im Abu Ghraib-Gefängnis begangen. Diese Verletzungen beinhalteten unter anderem auch physische und sexuelle Angriffe. Jack Rice, Strafverteidiger und ehemaliger CIA-Offizier, glaubt, es gibt den Versuch, die Misshandlungen zu vertuschen. Ich denke, in dem Bericht gibt es Widersprüche. Das bedeutet aber nicht, dass die Ermittlungen nicht weitergeführt werden. Als ehemaliger Ankläger und als Strafverteidiger sehe ich regelmäßig Berichte mit Widersprüchen. So etwas beendet keine Ermittlungen oder die Strafverfolgung. Nur weil etwas nicht vollkommen zusammenpasst, bedeutet das nicht, dass man aufhört, das zu untersuchen. Es bedeutet nicht, dass man jemanden nicht wegen eines ernsten Vergehens anklagt. Es geht nicht darum, was man anfangs sieht. Es geht darum, was man sieht, wenn Ermittlungen geführt werden. Und das haben sie in diesem Fall offensichtlich nicht getan. Trotz der Zeugenaussagen gegen 4 Soldaten hat die Marineuntersuchung die Klage verworfen und sagt, die Beweise stützen das angebliche Fehlverhalten nicht. Misshandlungsvorwürfe reichen über ein Jahrzehnt zurück. 2002 haben Soldaten in Bagram, Afghanistan, 2 Gefangene zu Tode gefoltert. Und ein Jahr später, während des Irakkrieges, hat Personal der US-Armee und der CIA. Ein Bericht der New York Times beschuldigt die US-Marine, sie vertusche die Misshandlung afghanischer Gefangener. Die Strafverfolgungsbehörde der Marine hat in einem Fall zu ermitteln begonnen, in dem Folter zum Tod eines Gefangenen durch amerikanische Navy SEALs geführt hat. Das passierte im Mai 2012 in Afghanistan. Zeugen erinnern sich an den Zwischenfall. Gefangenen auf und feuerte 2 Schuss aus seiner Pistole, ca. 30 cm rechts vom Kopf des Gefangenen. Der Gefangene legte sich wieder hin. Der Soldat nahm einen Stein von der Größe eines kleinen Footballs und ließ ihn auf den Brustkorb des Gefangenen fallen. Dann nahm er einen anderen Stein, öffnete die Beine des Gefangenen, spreizte das linke Bein, das rechte Bein und ließ den Stein dann in die Leistengegend des Gefangenen fallen. Hin und wieder stieß er den Gefangenen auf dem Boden in den Bauch. Dann stieg er auf das Gesicht des Gefangenen. Das ging eine ganze Weile lang so. Ich sah, wie er sich vielleicht 8 bis 10 Mal auf den Kopf des Mannes stellte. Und wenn er das tat, konnte ich sehen, wie die Beine des Gefangenen sich etwas bewegten. Er stellte sich mit dem gesamten Gewicht auf den Kopf des Gefangenen. Er stellte den Gefangenen eine Reihe Menschenrechtsverletzungen im Abu Ghraib-Gefängnis begangen. Diese Verletzungen beinhalteten unter anderem auch physische und sexuelle Angriffe. Jack Rice, Strafverteidiger und ehemaliger CIA-Offizier, glaubt, es gibt den Versuch, die Misshandlungen zu vertuschen. Ich denke, in dem Bericht gibt es Widersprüche. Das bedeutet,